Ihr Kreisky. Guten Tag aus dem Kreisky Forum. Ich freue mich darauf, mit Jutta Bichl ein Gespräch führen zu dürfen. Jutta hat gerade ihre Diplomprüfung hinter sich gebracht und hat eine Masterarbeit geschrieben über, und ich lese das vor, We Against Them, How Gender Issues Serve the Construction of Populist Radical Right Antagonisms, also wir gegen die, wie Geschlechterpolitik die Konstruktion von rechtsradikalen Antagonismen unterstützt. Und wir werden uns eben über Rechtspopulismus, über die Spaltung der Gesellschaft und über Geschlechterpolitik unterhalten. Mein Name ist Ruth Wodak. Ich bin emeritierte Professorin in angewandter Sprachwissenschaft und habe mich auch viele Jahre mit Rechtspopulismus und politischer Kommunikation beschäftigt. Vielleicht einmal als Eingangsfrage, Jutta, weil das ist ja eine ganz tolle Diplomarbeit und wir können ja nicht alles besprechen, was du da alles geforscht hast. Aber mich würde mal wirklich interessieren, seit wann ist Geschlechterpolitik für Rechtspopulisten und für diese Parteien überhaupt wichtig geworden? Das ist tatsächlich ein eher junges Feld für rechtspopulistische Parteien, indem sie sich groß machen wollen. Also in den letzten 10 Jahren in etwa ist es wirklich im Mainstream des Rechtspopulismus angekommen und seitdem aber sehr schnell gewachsen und hat sehr schnell an Bedeutung gewonnen und zieht sich eigentlich jetzt durch sämtliche Themen, die von rechtspopulistischen Parteien angesprochen werden. Also werden in Verbindung mit Geschlechterthemen oder geschlechtsspezifischen Themen gebracht. Und in meiner Forschung sieht man das ganz gut. Ich habe Wahlprogramme verglichen von der Alternative für Deutschland und der Freiheitlichen Partei Österreichs von 2013 und 2017. Und der Anstieg von 2013 auf 2017 ist enorm bei beiden Parteien. Also 2013 war es noch eher ein Randthema, Geschlechterthemen, die jetzt nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen haben von den Parteien. Und 2017 hat sich das durchgezogen, mehr oder weniger durch das gesamte Wahlprogramm. Und wurde auch ständig in Verbindung gebracht mit anderen Themen. Also ja. Es wurde aufgeladen, mehr oder weniger. Genau. Also das interessiert mich sehr, aber vielleicht vorher noch ein bisschen, bevor wir auch zu den Ergebnissen kommen. Ich meine, Geschlechterpolitik ist natürlich per se nicht neu. Ja. Ja? Und wenn wir uns zum Beispiel die amerikanische Politik anschauen, also bevor wir jetzt zur europäischen kommen, so ist die Abtreibungsdebatte ja praktisch dort so ein Litmustest, wie man das immer nennt. Die Demokraten stehen dafür, dass Frauen also über ihren Körper selbst bestimmen können, während in der republikanischen Partei, die sich immer massiv gegen Abtreibung stellt. War das vorher, also vor dieser europäischen Debatte, oder hat das irgendwie hineingespielt, diese große Auseinandersetzung, die es in den USA eben schon lange gibt, oder waren das einfach Entwicklungen, die gleichzeitig abgelaufen sind? Also es ist tatsächlich auch in den USA, gewinnt es noch mehr an Bedeutung. Und ich würde sagen, nicht, dass sie sich gar nicht bedingen, also es greift auf alle Fälle ineinander. Dieser antigenderistische Diskurs ist global, vor allem in westlichen Ländern ist er global und kann, glaube ich, nicht getrennt voneinander betrachtet werden, weil das einfach globale Entwicklungen sind und globale Diskurse, die an Bedeutung gewinnen und in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Schwerpunkten geführt werden. Ist auch in Osteuropa nochmal ein anderer Schwerpunkt, wie möglicherweise in Westeuropa oder in den USA. Aber diese Grundstimmung gegen kulturrevolutionäre Errungenschaften der 68er-Bewegung zum Beispiel, sind überall zu beobachten. Ja, das ist, ich denke, dass da eben wirklich, wie du sagst, so, sich das gegenseitig auch befeuert, wenn man das so sagen kann. Es hat natürlich auch religiöse Komponenten. Mhm. Also ich denke, die sollte man nicht außer Acht lassen, wenn wir uns zum Beispiel Polen oder Russland anschauen, also wo die
Stimmung sehr aufgeheizt ist, auch gegen Homosexualität. Mhm. Aber auch rezent in Polen gab es ja große Demonstrationen gegen den Versuch, ein Abtreibungsverbot oder zumindest unglaublich zu beschränken. Ist das in Österreich und Deutschland auch der Fall, dass da so religiöse Wurzeln hineinspielen? Ja, auf alle Fälle. So generell dieser Anti-Genderismus-Diskurs, der sich vor allem gegen sogenannte Gender-Ideologie richtet, hat tatsächlich seinen Ursprung eigentlich im Vatikan, was eine Reaktion war auf die UN-Konferenzen in Peking und in Kairo, die eigentlich sehr progressive Forderungen bezüglich Frauenpolitik und Kinderrechte auch gestellt haben. Und als diskursive Strategie dagegen, gegen diese Forderungen und möglichen Errungenschaften, hat eben vom Vatikan ausgehend dieser Diskurs gegen Gender-Ideologie stattgefunden. Also, und das war in der Mitte der 90er Jahre. Und diesem Diskurs haben sich eben unter anderem auch rechtspopulistische Parteien in den letzten 10 Jahren verstärkt angeschlossen. Und also ich denke, dieses religiöse Moment muss man unbedingt mitdenken, weil es der Ursprung eigentlich ist dessen. Ja, ich denke auch, deshalb ist das in den USA sicher überhaupt nicht wegzudenken, weil ja die USA überhaupt wesentlich stärker religiös irgendwie markiert ist als unsere eher säkulären Demokratien, vor allem in Westeuropa, während in Osteuropa, also ehemaligen Ostblockländern wie eben Polen oder Ungarn wiederum die Religion ganz stark hineinspielt. Also es ist sicher kontextgebunden. Aber eine Frage, die sich ja da auch immer stellt und die höre ich immer, wenn man über Geschlechterpolitik und Rechtspopulismus redet, ist, na, wie kommt das dann, dass zum Beispiel eine Marine Le Pen eine rechtspopulistische, wenn nicht auch rechtsextreme Partei führen kann? Also wie kommt es, dass einerseits so eine starke Tendenz da ist, Frauen eigentlich wieder praktisch nach Hause zu verurteilen und sehr rückwärtsgewandt und andererseits bestimmte Frauen in solchen Parteien wiederum eine große Rolle spielen? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und also ich habe mich ja vor allem auch mit der AfD beschäftigt, die ja auch prominente Frauen hat, auch in der Spitze. Und es wirkt tatsächlich sehr kontrovers, auch für mich am Anfang, die Frau im Rechtspopulismus. Und ich denke, sie hat mehrere Funktionen. Also einerseits entschärfen sich möglicherweise Parteien dadurch oder wirken nach außen hin vielleicht etwas zugänglicher und vielleicht nicht ganz so stark männlich aggressiv und dadurch auch zugänglich für eine weibliche potenzielle Wählerinnenschaft. Und andererseits kann man das dann auch gut framen als die Mutter wieder, also die Frau in der Mutterrolle, also aber hier die Mutter des Volkes mehr oder weniger und nicht die Mutter als tatsächliche Mutter biologischer Kinder. Und es ist auch ein gutes Aushängeschild, denke ich. Man kann gut Wahlwerbung damit machen und man kann sich wahrscheinlich selbst gut von Sexismusvorwürfen befreien, wenn man sagt, wir haben eh Frauen an der Spitze und die unterschreiben auch unsere Politik in Bezug auf Geschlecht zum Beispiel. Es kann ja gar nicht gegen Frauen gerichtet sein, wenn Frauen das selbst unterschreiben würden. Richtig, also es richtet sich gegen eine, nicht prinzipiell gegen Frauen, sondern gegen eine bestimmte Einstellung zu Geschlechtern und zur Körperpolitik. Mhm. Also es ist ganz interessant, dass die Marine Le Pen wird ja stark als Mutter, aber auch irgendwie als Jeanne d'Arc wahrgenommen. Ja. Sie stellt sich ja auch so dar, also auch auf manchen Plakaten. Ja. Also das heißt auch als Retterin. Ja, also durchaus eher auch in den Rollen, die rechtspopulistische Männerführer einnehmen, so die Retter der Nation. Und gleichzeitig also doch sehr stark, sehr rückwärtsgewandt in Bezug auf Geschlechterpolitik. Also das sind so Widersprüche, die nebeneinander bestehen. Was ich persönlich da auch immer wahnsinnig interessant finde, ist die Rolle von Homosexuellen in rechtspopulistischen Parteien oder die Rolle von Homosexualität in rechtspopulistischen Parteien, da das genauso kontrovers eigentlich betrachtet werden kann, weil einerseits sehr traditionelle Ideen und auch Forderungen und andererseits wird von manchen rechtspopulistischen Parteien ja tatsächlich das verwendet, um rassistische Argumentationslinien zu unterstützen, wo es um die Wahrung der liberalen Werte mehr oder weniger geht.
Ja, genau. Das ist ja bei der AfD, finde ich, besonders interessant mit der Alice Weidel. Ja. Und da gibt es ja eben auch Theorien dazu, dass sozusagen die Frauen, die zu dem Volk ja, nativistischerweise dazugehören, die dürften auch lesbisch sein. Ja, ja. Also das, was für uns gilt, ist okay. Ja. Das heißt sexuell progressive nativistische Politik, aber nicht für die anderen. Ja, und da sieht man wieder, finde ich, wie sehr wandelbar dieses Wir und die anderen sind und wie das mehr oder weniger nach Bedarf neu besetzt werden kann. Auch. Genau, ja. Also ich meine jetzt zu speziell zur AfD und FPÖ, sind doch zwei sehr unterschiedliche Parteien, oder? Ja, in der Geschichte auf alle Fälle. Also ich meine, die FPÖ hat eine sehr lange Geschichte, mehr oder weniger seit der Nachkriegszeit in Österreich. Und die AfD ist 2013 gegründet worden, also sehr, sehr jung eigentlich. Und sie hat auch andere ideologische Wurzeln. Die AfD ist eigentlich als eurokritische, wirtschaftsliberale Partei ins Leben gerufen worden und hat erst mit den Jahren dieses rechtspopulistische, nativistische, nationalistische Profil entwickelt, was man auch sehr stark an den Wahlprogrammen erkennt. Und vor allem in Bezug auf Gender war es zum Beispiel so, oder Gender-Themen, dass die AfD 2013 geschlechtsspezifische Themen auch absolut nicht in Verbindung gebracht hat mit migrationspolitischen Themen zum Beispiel. Und das 2017 aber sehr stark der Fall. Also ja, da war ja auch die Flüchtlingskrise dazwischen, nicht? Genau, und vor allem diese Kölner Silvesternacht 2015, genau. 2016, das in Deutschland, glaube ich, einfach diesen Gesamtdiskurs extrem geprägt hat und auch zu einem gewissen Punkt geknackt oder gewendet hat. Und die FPÖ hat viel länger eigentlich dieses rechtspopulistische, nativistische Profil wie die AfD. Und sie haben sich jetzt zumindest in Bezug auf Gender angenähert einander. Also 2017 beim dem letzten Wahlprogramm, das ich analysiert habe, ist es bestimmt extrem spannend zu sehen, wie das in kommenden Wahlen aussehen wird oder in kommenden Parteiprogrammen oder Wahlprogrammen. Aber tatsächlich sind die Tendenzen beider Parteien sehr ähnlich in Bezug auf Geschlechtspolitik. Also generell dieser Anstieg, also dass für beide Parteien sind geschlechtsspezifische Themen wichtiger geworden für ihre Mobilisierungsstrategie oder für die Wahlkampfstrategie. Und beide Parteien haben auch Geschlecht mit einer viel größeren Anzahl von anderen Themen verbunden. Mhm. Also es ist viel breiter gefasst und viel breiter verstanden worden. Also 2017 und 2013. Und auch prinzipiell die Standpunkte sind vergleichbar. Es gibt minimale Unterschiede natürlich, aber prinzipiell werden sie sich ähnlicher eigentlich, in Bezug auf Geschlecht also zumindest. Also wenn man die AfD anschaut, so ist sie ja wirklich eher von Intellektuellen gegründet worden, ja, also von diesen eben, wie du gesagt hast, Wirtschaftsliberalen, also von Ökonomen, ja, und erst dann durch die Pegida und durch eben wirklich diese Social Movements, also von unten sozusagen, mhm. ja, also von bottom up, haben sie sich sehr gedreht und sind natürlich auch mit wirklich rechtsextremen Elementen jetzt durchwachsen. Antimigration, antisemitisch, xenophob, also alles, was dazugehört. Aber interessant ist, dass die FPÖ, also im Handbuch freiheitlicher Politik, das man sich ja von der Website einfach herunterladen kann, dass da schon ganz stark diese sehr rückwärtsgewandte Genderpolitik zu finden ist. Und ich will da nur ein Zitat vorlesen, wo du das, denke ich, gut kommentieren kannst, wie das, was da gemeint ist. Und zwar steht da, das war eben für ein freies Österreich 2013, mhm. ja, das Kind braucht die Geborgenheit der Familie, deren Säulen sind Vater und Mutter als positives männliches und weibliches Leitbild. Beide wurden in diesem Selbstverständnis durch die mutwillige Abtragung der naturgegebenen Rollenbilder zutiefst verunsichert. Der vom Thron des Familienoberhaupts gestoßene Mann sehnt sich unverändert nach einer Partnerin, die trotz Hipper den Mädels gehört die Weltjournale in häuslichen Kategorien zu denken imstande ist. Und jetzt kommt's, deren Brutpflegetrieb auferlegte Selbstverwirklichungsambitionen überragt. Also das war schon 2013. Mhm. Ja, da muss man sagen, dass die FPÖ
da doch, also zumindest was die Programmatik betrifft, schon sehr stark anders war als die AfD. Und du würdest meinen, dass das vor allem durch die Flüchtlingsbewegung auch in der AfD dann so Fuß gefasst hat? Ja, also ich glaube, also, wie du gesagt hast, vor allem durch auch gesellschaftliche Stimmungen und soziale Bewegungen, dass eben hier Anschluss gefunden wird und Allianzen gegründet, die sich dann verfestigt haben. Also und es hat auch Früchte getragen bei, bei den Wahlen, wenn man sich das ansieht. Ja, also da denke ich unbedingt nur... Interessant ist, also bei einer Wahl waren die Frauen ziemlich entscheidend. Und zwar war das die Bundespräsidentenwahl Hofer gegen Van der Bellen, wo Frauen also deutlich eher Van der Bellen gewählt haben. Und zwar durch alle sozialen Schichten, also ziemlich durch alle sozialen Schichten. Hast du eine Erklärung dafür, warum das damals gerade so stark der Fall war? Ich glaube, ganz generell gibt es ja die Idee, diesen Gender-Voting-Gap, dass Frauen tendenziell eher linkere Parteien wählen als Männer, was sich, glaube ich, auch ein bisschen zu verschieben, also nicht verschieben beginnt, aber dass auch Frauen vermehrt eher rechte Parteien wählen. Ja, der Grund dafür ist, glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt bestimmt mehrere Gründe. Einerseits vielleicht tatsächlich, dass einfach damit verbundene oder geforderte Policies von Frauen unterstützt werden, da sie ihnen zugutekommen, mehr oder weniger. Und vielleicht auch einfach dieses Auftreten. Also, dass man sich mehr oder weniger dem eher zugehörig oder repräsentiert dadurch fühlt. Also ich denke, es hat eine große Rolle gespielt und auch das Urbane hat sicher und sozusagen die Möglichkeiten, die Frauen haben, das hat also Van der Bellen offenbar besser angesprochen in dem Fall. Aber es ist ganz interessant, also eben von den Programmen her, die du untersucht hast. Und wenn man das so anschaut, ist es ja erstaunlich, dass viele Frauen Trump gewählt haben. Ja, das ist also auch immer eine Frage, die man mir stellt. Ja, also wie kommt es, dass jemand, der so sexistisch aufgetreten ist, ja, und Frauen derartig beleidigt hat, ja, und heruntergemacht hat, auch von Frauen gewählt wurde? Also, wie kann man das erklären? Ich glaube, manchmal sind es tatsächlich, dass andere Einstellungen überwiegen. Also dass mehr oder weniger Behandlung von Frauen oder geschlechtsspezifischen Themen von der Wählerinnenschaft nicht das meiste Gewicht zugerechnet wird, sondern dass möglicherweise, wie bei Trump, einwanderungspolitische Themen für Frauen einfach wichtiger waren als frauenpolitische Themen. Und dadurch Trump gewählt worden ist. Ja, also das zeigen genau auch Untersuchungen. Zum Beispiel Kasmude hat sich damit stark beschäftigt, also mit dieser Frage, also diesem scheinbaren Paradox, dass also die Anti-Migrationspolitik wichtiger ist als die Geschlechterpolitik für Frauen. Die was eigentlich direkt betreffen würde. Genau. Und dann gab es einen Punkt, wo es gekippt ist und den finde ich ja sehr interessant, wo Trump-Wählerinnen dann explizit gesagt haben, also da können sie nicht mit. Und das war die Behandlung der Kinder. Also in der Zeit, wo Trump dann also bei den Flüchtlingen und Migrantinnen an der Grenze zu Mexiko die Kinder von den Eltern getrennt hat und die Kinder dann auch also quasi in Käfige gesperrt hat, das konnten Frauen dann nicht mittragen. Also da gibt es offenbar, und das würde mich interessieren, was du dazu meinst, gibt es ja offenbar so wie so eine Graduierung, ja, fast wie eine Rangordnung. Ja? Also was kann man noch ertragen, wo wählt man noch eben diese Parteien und was ist ein No-Go? Ich glaube generell, dass Kinder, und jetzt nicht nur im spezifischen Fall der USA, zu einer Art Chiffre geworden sind, mehr oder weniger. Das ist das Unschuldige, das Reine, das gehört beschützt und dass das mitgetragen wird und wahrscheinlich vor allem, also das ist nur eine persönliche Einschätzung, von Frauen, die sich dem rechtspopulistischen und konservativen Spektrum zugehörig fühlen, weil hier diese Idee der Mutterschaft wahrscheinlich noch präsenter ist oder halt auch mehr vermittelt und ansozialisiert worden ist und dass das mehr oder weniger dann zu einem inneren Widerspruch führen würde. Also weil das Kind an sich eben als so etwas Beschützenswertes vorgestellt wird.
Ja, genau. Ich glaube auch, also gerade in diesem Zitat vom Hofer, ja, kommt das ja, also Kind und Familie ist also so der Kern der Gesellschaft, ja, ja, und zwar die heteronormative, also ja, nicht anders, ja. Und jetzt werden Kinder so verletzt und womöglich eben von dieser Familie getrennt. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie dann so rechtspopulistische Parteien das gut finden können, dass Kinder, also unbegleitete Jugendliche, dann in einer Weise behandelt werden, wie wir es derzeit auch in der EU, leider ja, an den Grenzen der EU erleben, wo das anscheinend dann keine Rolle mehr spielt. Und da sieht man ja auch so eine Spaltung, dass die Religion wieder auch hereinkommt, also nicht nur das konservative Familienbild, sondern auch die Religion, wo die christlich-sozialen, also sozusagen echt noch christlich-sozialen, sich doch dafür einsetzen, dass man Kindern hilft und Rechtspopulisten in ihrer Anti-Einwanderung, Anti-Asylpolitik sich trotzdem dagegen stellen. Also das ist, würde genau dazu führen, wie du das sagst. Ja, ja. Na, und vor allem in den USA, wo es ja jetzt mehr oder weniger nur zwei Parteien wirklich gibt und das Spektrum auf der rechten Seite nicht nochmal aufgeteilt ist in konservative, rechtspopulistische, Wirtschaftsliberale oder so, sondern ein Entweder-Oder-Spiel ist, dass das mit dem Chiffre Kind noch mal einen anderen Standort hat. Also weil du kannst nicht, also man kann da nicht unterscheiden zwischen, wähle ich die christlich-sozialen, die sich möglicherweise für die Kinderrechte noch einsetzen würden, aber also konservative Familienbilder aber und konservative Wertevorstellungen mittragen oder tatsächlich Rechtspopulisten, sondern du, es ist ein Package mehr oder weniger, das definiert wird. Genau, ja. Also ich finde das eine wirklich interessante Frage jetzt auch für die weitere Entwicklung, nicht? Wie geht das weiter? Also wird diese Geschlechterpolitik eine noch größere Rolle spielen? Wird die Familienpolitik eher auch wichtiger werden, jetzt auch in Bezug auf Kinderrechte? Also es ist irgendwie eine offene Frage, wie sich das entwickelt. Und wenn wir da jetzt zum Abschluss noch, würde ich gerne dich zwei Sachen noch fragen. Mhm. Also wie siehst du in diesem Zusammenhang die ganzen Debatten über Political Correctness? Also die Political Correctness spielt ja auch in der Genderpolitik eine große Rolle. Extrem. Also ich glaube, durch diese Political Correctness bzw. der Kampf dagegen und auferlegte Sprachverbote und Cancel Culture und alles, was damit einhergeht, hat einfach den Einzug in den Mainstream gefunden und wirklich nicht nur im rechtspopulistischen Kreis, Dunstkreis, sondern bis in bürgerliche, liberale Medien verteilt, mehr oder weniger, gibt es Leitartikel zu geschlechtergerechter Sprache, ist es wirklich nötig, stört das Sternchen beim Lesen, wie weit darf Cancel Culture gehen, welche Meinungen sind zulässig, welche nicht. Also ich denke, dass dadurch, also von Anti-Gender-Seite mehr oder weniger, vom Vertreter des Anti-Genderismus ein Feld aufgemacht worden ist, das die eigenen Grenzen übersprungen hat, mehr oder weniger, und in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs prägt. Ja, und ich finde das, also das ist eine Entwicklung, die wir sehen, gerade auch in dieser Cancel Culture und auch an den Universitäten, nicht? Also mit diesen Safe Spaces und Trigger Warnings und so weiter, die finde ich sehr widersprüchlich und auch teilweise sehr gefährlich ist, nicht? Weil einerseits, wie du sagst, hat sich da eine Nische jetzt aufgemacht, wo man sich stark dagegen stellen kann, und andererseits finde ich, kann man auch nicht alles verteidigen, ja, was sich da abspielt. Also es gehören differenzierte Meinungen. Also ich als Unterrichtende möchte schon entscheiden dürfen, was ich unterrichte, und auch problematische Dinge besprechen dürfen und nicht jetzt überlegen, wen könnte das stören, dass ich also ein Thema jetzt einbringe, weil Lernen und Studieren heißt ja, sich mit Problemen beschäftigen und nicht ausblenden. Und andererseits auch diese stark forcierte Identitätspolitik ja zu größerer Fragmentierung führt. Mhm. Und damit spielt man gerade den Rechten ja auch in die Hände. Also wie siehst du da mögliche Alternativen? Puh, das ist schwierig. Ich habe auch kein Rezept. Ja, ich glaube, es gibt keine Universallösung für die gesamte Problematik. Und es ist ja auch nicht eine universelle Problematik, sondern die ist aufgeteilt in viele Spektren und Aspekte. Weil ich denke, dass generell
einfach mit Begriffen auch vorsichtiger umgegangen werden muss. Es ist nicht alles Cancel Culture, wenn man gegen eine Meinung argumentiert. Also es sollten einfach unterschiedliche Meinungen zugelassen werden, aber in einem gewissen Rahmen. Also es gibt Verbote über manche Sachen, zum Beispiel Wiederbetätigung oder Holocaust-Verharmlosung oder Holocaust-Leugnung. Und ich denke, diese Gesetze oder Bestimmungen haben durchaus die Berechtigung und sind auch wichtig. Und ich glaube, man muss einfach differenzieren, ob mehr oder weniger diese Meinung, die ich vertreten will und für die ich nicht gecancelt werden will, gefährlich sein kann und was die befeuern kann. Ich finde natürlich, es sollte niemand gecancelt werden, wenn das persönliche Meinungen zu Sachen sind, die jetzt nicht von politischer Tragweite sind. Das auf keinen Fall. Aber ich denke, man darf nie außer Acht lassen, welche Machtsprache er trotzdem hat. Und mit manchen, was das Diskurs gestartet ist, dann einfach tatsächlich realpolitische Folgen hatte. Also das spricht mir natürlich aus der Seele und aus dem Herzen. Also ich glaube, gerade ich habe ja selber mit zwei Teams, wir haben ja Richtlinien für geschlechtergerechte Sprache entworfen, zweimal für Österreich, also für bestimmte Behörden. Ich glaube, es wird uns ja dann Sachen unterstellt, die so nicht sind. Ja, also weder sind wir dogmatisch, noch gibt es immer diese Verbote in dem Sinn. Also Dogmatismus ist sicher nicht angebracht, aber ich glaube, dass man auch immer betonen muss, dass das nur ein Aspekt dieser Geschlechterpolitik und Identitätspolitik ist. Und wenn es um Geschlechterpolitik geht, wie du es ja eben auch in deiner Diplomarbeit beschreibst, geht es eben um ganz andere Policies auch. Und das ist also auch sozusagen ein Gesamtpaket, nicht? Da gehört eben auch die Sprachverwendung dazu, die vieles ermöglicht dann auch, also Hass und Hetzreden und Verhetzung und eben bis zum Holocaust-Verharmlosung oder so. Aber andererseits, natürlich spielt die Gehaltsschere und andere Ungleichheiten ökonomischer Art eine riesige Rolle. Und es geht jetzt nicht um das eine oder das andere, sondern es geht um das Gesamtpaket, ja, nicht? Ja, es greift ineinander und ich denke, man kann das gar nicht, also oder man sollte es auf keinen Fall voneinander getrennt betrachten und auch zu lösen versuchen, weil das funktioniert, also meiner Meinung nach ist das nicht zielführend und wird keine zufriedenstellenden Resultate bringen, da es mehr oder weniger einfach mehrere ineinandergreifende Problematiken sind und das bedarf auch ineinandergreifender Lösungen. Absolut. Und insofern finde ich ja eben deine Arbeit so wichtig, weil sie zeigt, wie die Geschlechterpolitik eben mit vielen anderen Policies zusammenhängt. Ja? Und dass die Ungleichbehandlung, also dieser Nativismus, der sich irgendwie durchzieht und die Körperpolitik eben viele andere Bereiche berührt. Ja, und es geht ja auch bis zu migrationspolitischen Aspekten und Kopftuchdebatte und alles wird ja mehr oder weniger unter dem Umbrella, also unter dem Regenschirm von Gender zusammengefasst zurzeit oder in diesen Programmen, das sind meine Daten. Und ja, das ist irrsinnig spannend, aber ich glaube tatsächlich nicht so einfach zu, also weil es eben so verwirrt, also ineinander greift und verwurzelt ist. Ja, also insofern finde ich eben ganz wichtig, dass man einerseits von Fall zu Fall geht, aber andererseits versteht, wie das alles ineinander greift, nicht? Und wir sehen ja gerade jetzt also überhaupt die absolute Schrecklichkeit in den Morden an Frauen, ja, also die, wo ja Österreich leider momentan also so eine Spitzenreiterrolle spielt, also dass da mehr Frauen ermordet wurden seit Jahresbeginn als in anderen europäischen, also EU-Mitgliedstaaten, also dass Gewalt in der Familie offenbar auch unter, also wahrscheinlich auch mitgefördert wird oder in einem Diskurs der Verhetzung und der rückwärtsgewandten Politik. Würdest du das auch so? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen, dass das jetzt nicht, also diese tragischen Morde nicht losgelöst zu betrachten sind von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Also das wird ja befeuert und ich denke sogar, dass ein Mord dann kommende Morde mehr oder weniger auch noch begünstigt oder befeuern könnte. Und ich glaube auch, dass vor allem deswegen zum Beispiel Berichterstattung über diese Femizide extrem wichtig ist und wirklich, wirklich sorgsam behandelt werden muss, weil man nicht weiß, was man dadurch machen kann.
Genau. Also da ist auch natürlich die Sprache ganz zentral, weil, und es gibt ja viele Studien, die auch schon gezeigt haben, wie zum Beispiel über Vergewaltigung früher völlig anders geschrieben wurde, nämlich dass es immer die Frauen schuld waren, mhm, und die das eh irgendwie sozusagen herausgefordert haben, dass sich also in dieser Medienberichterstattung doch einiges geändert hat. Aber insgesamt geht es also um einen riesigen Bereich. Und insofern hoffe ich, dass du bei diesem Thema dranbleibst. Ja, da habe ich vor, auf alle Fälle. Dankeschön. Danke. Thank you.